Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Update News. Ja, News? Ja, doch. Ja, also. Ich bin hier noch am Strand von der Quest, die wir angefangen haben. Ja, und ich wollte den Update News erstmal sagen. Also Eddie und Ferdinand, ich glaube, die haben die Pferde mal gerade zu und passen auf ihre Pferde auf. Also ich muss jetzt das Handzeichen, den ich mache, aber es könnte ehrlich passen. Also diese zwei Hasenöhrchen, die so knicken. Ja, auf ihre Pferde auf oder suchen doch eher Gold. Schaut das Ding jetzt auf YouTube an mit Übersetzung oder ohne. Egal. Ich weiß nicht, ob ihr auch Englisch könnt oder nur Deutsch oder so, keine Ahnung. Ja, und dann ist der Kobold zurück, weil jetzt das Fortuna Festival wieder ist. Yay! Fortuna Festival! Ja, und bei ihm könnt ihr wieder Sachen eintauschen, wenn ihr einen Regenbogen findet. Also wenn ihr einen Regenbogen gefunden habt und dort den Schatz gefunden habt, dann könnt ihr es bei ihm eintauschen. Man kann pro Minigame 10 Goldstücke bekommen. Regenbogen-Goldstücke oder so. Ja, irgendwie sowas. Und das Festival ist noch 2 Wochen da. Und wenn ihr ins Shoppingcenter geht, seht ihr schon mal, ich glaube, ein paar Poster für nächste Woche. Nämlich, da kommt ja die Jorvik Fashion Week. Da war ich ja nicht da. Das Fortuna Festival ist auch mein erstes Mal dieses Jahr. Und ich wusste gar nicht, dass das im März ist. März. Oh. Ich muss immer die Monate durchzählen, wenn ich überlege, welcher Monat gerade ist. Außer wenn August ist, dann muss ich nicht durchzählen. Oder Januar, dann muss ich auch nicht durchzählen. Oder Dezember, ja. Naja. Ja, und was kann ich noch sagen? Ja, das war das letzte Mal mit den Jorvik News, mit der Hut-Auswahl. Das heißt, ihr müsst dann abstimmen, welchen Hut ihr mögt. Dort lasst ein Like da und der, wo die meisten Likes hat, die Folge, den Hut behält dann Ilva auf. Ilva, keine Ahnung. Mathilda kann man vielleicht auch aussprechen wie Ilva. Okay, egal. Ja, und Streitigkeit für den Kreis war cool, Mann. Ja. Aber ich sag dann noch so, mit den Quests geht dann erstmal nicht weiter und wir suchen erstmal ein paar Regenbögen. Die Regenbögen sind zu finden in Golden Hits Valley and Deuce Farm in Epona, glaube ich. Oder irgendwas mit Deuce. Ich weiß gar nicht, weil ich habe einfach gerade zu. Dann in die Evelyn-Felder, die Goldfelder, dann in Fairgrove, am Wäldersee. Der Wäldersee, sage ich schon. Oder heißt der da am Wäldersee? Ich habe gerade keine Ahnung. Ja, ich glaube, das war's. Wenn nicht, hört ihr es einfach am Freitag in der Folge, weil ich habe gerade mein iPad zu, weil ich dort gerade was anderes mache. Und deswegen kann ich es nicht benutzen. Und ja, ich halte auch irgendeinen Quatsch rum. Auch gut. Ja, und dann muss ich jetzt aber auch die Folge beenden und sage dann bis zur nächsten Level-Folge, bis zur nächsten Quest-Folge, bis zur nächsten Update-News, bis zur nächsten Sims-Folge, bis zur nächsten was auch immer. Ciao.